Und musikalisch geht's weiter. Es war der Auftakt für ein langes Goodbye. Die norwegische Kultband a-ha hat gestern Abend in Köln zum ersten Konzert der Abschiedstour aufgespielt. Bis zum 4. Dezember 2010, also über ein Jahr lang, werden die Pophelden der 80er noch einmal ihre Fans verzücken. Und dann löst sich die Band für immer auf, sagen sie jedenfalls. Und so war gestern in der ausverkauften Köln-Arena auch ein bisschen Wehmut mit im Spiel. Einmal spielen ihre alten Hits von damals. Der Tourstart von a-ha gestern erfüllte sich schon nach Abschied an. Lockere Stimmung auch hinter den Kulissen. Nach 25 Jahren Karriere, sagen Morten, Magne und Paul, wollen sie ihre vermutlich letzte Tournee zusammen jetzt einfach genießen und sich selbst ein bisschen feiern lassen. Ich fand wichtig, dass wir einen Rückblick auf unsere ganze musikalische Geschichte geben. Vielleicht mit Überraschungen hier und da, aber im Großen und Ganzen hatten wir unsere großen Erfolge in den 80ern und das soll man auch hören. Ihren ersten Hit kennt jeder, Take On Me. In den 80ern liefern a-ha Ohrwurm auf Ohrwurm. Markenzeichen, Synthesizer-Sound und 80s-Look mit Halstuch. Nach einem wenig erfolgreichen Stilwechsel in den 90ern sind a-ha mit Food of the Mountain jetzt wieder da, wo sie schon in den 80ern waren. Komplett mit Halstuch, Föhnwelle und Synthesizer-Sound. Soll vielleicht deshalb jetzt Schluss sein nach der Tournee? Irgendwann muss mal Schluss sein und es ist doch besser, mit einem Knall aufzuhören. Für uns war a-ha ein Jugendtraum, den wir uns als Jungs in Oslo ausgedacht haben. Jetzt haben wir 25 Jahre musikalisch alles gegeben. Deshalb ist jetzt auch ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Aber so entspannt sich a-ha auch im Interview geben. Angeblich soll es zwischen den dreien hinter den Kulissen geknallt haben. Streit als Grund für die Trennung nach 25 Jahren? Lächerlich, sagen sie. Wenn wir streiten, heißt das doch nicht, dass wir keine Lust mehr aufeinander haben. Wir haben halt manchmal unterschiedliche Meinungen. Das macht doch eine Band aus. Zum Schluss gab es gestern dann auch noch die neuen Songs für die Fans aus allen Altersklassen.